Ein ganz herzliches Dankeschön dem Bläserensemble Satzzeichen für das Mitwirken hier bei uns. Vielen Dank. Und man ist ja manchmal erstaunt, das größte und das kräftigste Instrument von der zartesten Person gespielt. Also das ist wunderbar. Wer das so kennt, wer sich in der Blasmusik auskennt, die Tuba, das ist dann schon mal ein richtiges, kräftiges Instrument. Also das ist schon schwer zu tragen, aber auch nicht ganz leicht zu spielen. Da muss man schon sehr gut geübt haben. Wenn man dann so einen wunderbaren Bass da unten drunter legt, kann man sich nur freuen. Vielen Dank, das war ganz toll. Ein Lied für den Sabbat heute, Psalm 92, 1-5, nur 5 Verse, nur die ersten 5 Verse dieses Liedes, Psalm 92. So fängt das an. Das ist ein köstlich Ding. Dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit, deine Treue verkündigen. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, auf der Harfe und zum Klang der Zither. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Wir sind im Bibelheim Bethanien und das ist ein ganz eigentümlicher Bau. Wenn man ihn von oben betrachten würde, ich habe jetzt leider nur ein schlecht aufgelöstes Bild entdecken können, wir sind auch vor kurzem mal mit der Drohne drüber geflogen, das war etwas schön, aber das Bild konnte ich nicht besorgen auf die Schnelle, dann sieht es ein bisschen aus wie ein Kloster. Und das sollte auch so sein, auch so angelegt mit so einem Innenhof, wie das oft bei Klöstern der Fall ist. Wenn man die Frontseite ansieht, dann sind die Leute erst einmal erstaunt und sagen, das ist ja ein Schloss. Und das soll auch so wirken. Der dieses Haus erbaut hat, Theodor Böhmerle, der wäre da ganz richtig verstanden worden. 1909 hat er dieses Haus initiiert und gebaut und verantwortet. Und er hatte einen Satz geprägt, der ist legendär geworden bis heute. Er hat gesagt, die Gäste, die hier für kurze oder längere Zeit da sind, die sollen sich in der Zeit, in der sie hier sind, ein wenig wie ein Königskind fühlen. Deswegen hat er es also großzügiger gestaltet. Das ist der Treppenaufgang und manches andere ist so ein bisschen wie für Königskinder gemacht. Das Architektonische, das hochherrschaftlich-architektonische nicht das Einzige ist, was einen zu einem Königskind macht, beziehungsweise das Gefühl eines Königskinds beschert. Das singt ein alter Kanon, den ich da und dort auch mit meinen Gästen hier singe. Wer mir hier in die Hände fällt im Bibelheim, der kommt zum Singen oder muss zumindest erdulden, dass gesungen wird. Und da gibt es diesen schönen Kanon, froh zu sein bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist ein König. Man muss es als Kanon richtig also aufpassen, wo die Einsätze sind, damit man also das dann richtig machen kann. Aber wir haben es geschafft, wir haben es vor kurzem gesungen. Ich glaube, es sind noch ein paar da, ne, die mitgesungen haben, die heute als Gäste auch hier mit im Gottesdienst sind. Froh zu sein bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist ein König. Warum eigentlich heute Freude? Wir sind mitten in der Passionszeit. Was soll das eigentlich? Ja, weil heute Letare ist. Wir haben heute einen Sonntag, bei dem die Freude oben drüber steht. Letare heißt freut euch. Der heutige Sonntag ist platziert mitten in die Fastenzeit hinein, mitten in die Passionszeit hinein. Eigentlich ist ja in der Passionszeit Buße, Einstieg, Entsagung, Beugung angesagt. Und auf einmal mittendrin ein merkwürdiger Kontrapunkt. Auf einmal heißt es, Trauerkleider, Sack und Asche, weg. Freudenkleider anziehen, Feierkleider anziehen, Krone aufsetzen. Freude. Jetzt soll nicht geklagt, nicht gejammert, nicht gewimmert werden, sondern jetzt soll auf einmal gejubelt, gejauchzt und musiziert werden.
Schon merkwürdig mit diesem Letare. Freuet euch, aus der lateinischen Übersetzung der Bibel, der Vulgata. Da steht das so drin, da steht Letare. Und man sucht die Stelle und findet sie im Propheten Jesaja im 66. Kapitel, Vers 10. Da heißt es, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Ohne Frage, es sitzen ein Teil Leute hier und glaube ich gar nicht mal so wenig, die waren schon in Jerusalem und die haben diese Stadt lieb gewonnen. Die haben Israel so und so lieb gewonnen, aber die haben auch diese Stadt irgendwie lieb gewonnen. Und es gibt viele, viele Menschen unterschiedlicher religiöser Hintergründe. Die Christen und die Muslime und die Juden miteinander haben eine große Wertschätzung für diese Stadt Jerusalem. Und sie streiten sich darum. Die Frage, die man sich stellen kann, passt das denn jetzt eigentlich zu sagen, freut euch mit Jerusalem? Denn jetzt sieht es auch auf einmal sehr gefährlich aus. 2,5 Tonnen hochgiftiges Uran sind in Libyen verschwunden, aus der Kontrolle geraten. Wo sind sie? 2,5 Tonnen hochgefährliches, waffentaugliches, für zumindest schmutzige Waffen, taugliches Material verschwunden. Aus der Kontrolle geraten. Der Iran hatte eine Wiederuntersuchung über sich ergehen lassen müssen und da wurde 85% angereichertes Uran entdeckt, das kurz vor der Atomwaffentauglichkeit steht. Was heißt das? Das hieße doch, fürchtet euch mit Jerusalem. Die haben ja zumindest erklärt, dass sie das von der Landkarte auslöschen wollen, dieses Land. Fürchtet euch mit Jerusalem. Zittert, sorgt euch, ängstigt euch mit Jerusalem, aber doch nicht freut euch mit Jerusalem. Die Vision vom Jesaja ist doch noch weit weg oder ist sie überhaupt nur eine Wunschvorstellung? Da hatte der Jesaja im Kapitel 2 gesagt, alle Heiden werden herzulaufen, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen, zurechtweisen viele Völker. Und dann kommt das, was die Friedensbewegung ja aufgegriffen hat, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Die Waffen werden umgeschmolzen und es werden Dinge daraus gemacht, die zur Ernährung und zum Wohlbefinden von Menschen dienen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Hey, weit entfernt, oder? Was haben wir eben gehört in dem Zeugnis? Da denkt man an die Ukraine und wir sind auf einmal umgeswitcht, noch mehr Waffen, noch mehr Material, noch mehr Krieg, nicht aufhören. Man sagt sich, freut euch mit Jerusalem? Passt das in unsere Tage? Wird das nicht eher so sein, dass wir den Sacharja hier mal in den Blick nehmen müssen? Sacharja hat gesagt, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Auch Juda wird es gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Nicht hinkommen, um das Wort des Herrn zu hören, sondern um Jerusalem zu vernichten. Ja, was jetzt? Letare? Oder zittern? Sich freuen? Oder Angst haben? Letare könnte in der Tat eine gefährliche Schwärmerei sein. Es gibt ja Schwärmer, die gibt es und gab es immer wieder, die die Augen vor der Wirklichkeit zumachen und in irgendeiner religiösen Traumwelt landen. So eine fromme Weltflüchtigkeit,
die abtaucht in eine fromme Blase, um die Wirklichkeit nicht mehr wahrzunehmen. Die einen nehmen Drogen, die anderen tauchen ab in Frömmigkeit und tauchen ab in eine fromme Blase, nehmen die Welt nicht wahr, wie sie wirklich ist. Könnte sein. Man könnte diesen Verdacht äußern, wenn da mitten in der Passionszeit auf einmal Letare angesagt ist. Aber es ist anders. Es ist nicht das Abtauchen in eine fromme Blase und es ist auch nicht das ängstliche Pfeifen im Wald, was wir ja alle kennen, sondern wenn mitten in der Passionszeit Letare gesagt wird, dann hat das mit einem Vorausklang einer ganz gewissen Zukunft zu tun. Ostern schickt seine Strahlen voraus, mitten in die Passion, mitten in die Zeit des Leidens kommt der Aufdruck. Ja, tatsächlich, so merkwürdig ist das. In dir ist Freude in allem Leide. Der Liederdichter hat das schon verstanden mit dem Letare mitten in der Passionszeit. Diese siegesgewisse Voraussage hat damit zu tun, dass man den Psalm 92 vom Vers 5 her lesen muss. Man kann da gar nicht vorne einfach anfangen. Man muss erst mal den Vers 5 gelesen haben. Da steht das. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Gott wirkt in dieser Welt. Gott greift ein. Gott hat eingegriffen. Und das ist der Grund zur Freude. Das ist der Grund der Hoffnung mitten in den Schwierigkeiten. Bald werden wir das hier feiern, die Sederfeier, und lassen uns mit daran erinnern, Gott hat eingegriffen. Die Sederfeier erinnert daran, dass Israel ausgezogen ist aus Ägypten und Gott hat eingegriffen. Ich werde für euch streiten, ihr werdet stille sein. Und das hat er getan. Er hat die Feinde vernichtet. Und Lieder wurden angestimmt, das Lied, was angestimmt wurde von Mose, das Siegeslied des Mose und der Miriam, das angestimmt wurde. Weil Gott gehandelt hat. Gott hat gehandelt und das ist der kleine Restbestand, der immer noch da ist und daran erinnert, Mensch, dieses Volk war ja schon einmal weg. Der Tempel war doch kaputt und zerstört. Und dieses Volk hätte enden können wie alle anderen Völker, die es mal auf der Welt gegeben hat. Die Inkas, die Hethiter und was nicht alles. Weg vom Fenster, raus aus der Geschichte. Aber es kam zurück. Gott hat gehandelt, Türen aufgemacht, Rückkehr nach Israel, die Geschichte, die wir gehört haben von Nehemia und von Esra. Wahnsinnig, ein heidnischer König macht die Tür auf, gibt noch das Geld dazu und sagt, baut den Tempel wieder auf. Und die kehren zurück. Da war schon eine Nationalleiche da. Eine Nationalleiche lag am Boden. Wir haben unsere Instrumente in die Weiden reingehängt. Wir wollten nicht mehr singen. Wir wollten nicht mehr singen. Es war fertig mit Singen. Und Gott hat gehandelt. Und die Tür aufgemacht, sie kehren zurück und haben den Tempel wieder aufgebaut. Daran erinnert noch, obwohl vieles zerstört worden ist, von den Römern zerstört worden ist und dann späterhin zerstört worden ist, erinnert dieser kleine Restbestand an den handelnden Gott. Und wir selbst in unserer Generation, die jüngere Generation hat es einfach nur vorgefunden, aber unsere Generation hat das miterlebt und hat es gehört von den Eltern, von den Großeltern, die sagen, ja, es gab kein Israel. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dass da auf einmal wieder ein Staat ist. Dass die Endlösung der Judenfrage, endlich dieses Volk wegzuhaben von der Erde, dahin mündet, dass noch ein Staat da ist. Gott hat gehandelt in dieser Welt. Aber er hat vor allen Dingen hier gehandelt. Er hat gehandelt am Kreuz. Er hat gehandelt und das verkündigte Evangelium, das in Langensteinbach verkündigt wird,
und das an vielen Orten verkündigt wird, die außerhalb des Nahen Ostens liegen, erinnert daran, Gott hat gehandelt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wenn wir einen fröhlichen Gottesdienst feiern, der uns zur Freude aufruft, wenn die Bläser blasen und sagen, freut euch mit, lasst es rausschallen, damit die anderen den langen Steinbach hören, freut euch, dann hat das damit zu tun, dass diese Botschaft steht. Gott war in Christus und versöhnte dich mit sich selbst. Wer das wirklich versteht, dass Gott gehandelt hat in Jesus Christus, für sich, für dich gehandelt hat, der kann nicht anders seinen Tag beginnen als mit dem Ruhm der Gnade. Die Gnade am Morgen und die Treue am Abend, heißt es in diesem Psalm. Morgens verkündig die Gnade. Und das heißt, ich fange an in einer großen Gewissheit, der Gott, der eingreift ins Leben und in diese Welt. Dieser Gott ist für mich da, heute an diesem Tag. Das bedeutet es, von der Gnade zu singen. Er ist aber nicht nur für mich da, er ist auch für jeden anderen da. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Deswegen kann man auf Menschen zugehen, die noch fern sind von ihm und ihnen sagen, die Tür ist da für dich, ist offen. Ruf diesen Herrn Jesus Christus an, lad ihn in dein Leben ein. Lass dich versöhnen mit Gott. Die Versöhnung ist geschehen, auch für dich. Keine Frage, keine Frage. Habe ich nicht verdient? Überhaupt nicht. Gott ist für mich da, nicht weil ich es verdient habe. Das heißt Gnade, unverdientermaßen. Nicht weil ich mich ausgezeichnet habe durch besondere Taten, durch besondere Frömmigkeit, durch besonderen Gehorsam, durch irgendetwas, was ich gemacht habe. Gott geht mit mir durch diesen Tag. Fang doch mal deinen Tag so an mit der Gnade. Fang doch mal an und rühm die Gnade am Morgen. Herr, dass ich mit dir gehen kann, das habe ich nicht verdient. Dass du an meiner Seite bist, dass ich mich an dich wenden kann, egal ob sie großen oder die kleinen Dinge meines Lebens sind. Dass ich zurückkehren kann, wenn ich von dir weggelaufen bin, wenn ich dich aus meinem Leben beiseite gedrängt habe. Er will mich stärken, er will mich trösten, er will mich ermutigen, so wie wir es den Kindern gesagt haben, er will mich halten. Und er will seine Möglichkeiten für mich einsetzen. Das heißt, die Gnade zu rühmen. Und nachts die Treue. Die Treue steht da. Die Treue zu rühmen in der Nacht. Was bedeutet das anderes, als dass ich kann meinen Tag abschließen mit all seinem Versagen, mit all seinen Schwächen, die ich da wieder mal gezeigt habe, mit all dem, was nichts taugt vor Gott. Und da ist seine vergebende Liebe, die sich breiten will über meinen Tag. Über diesen vergangenen Tag mit all seinen Verfehlungen, mit all dem, was meine eigene Untreue ist und seine Treue doch nicht auslöschen kann. Sind wir untreu? So ist er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Dieses schöne Lied, was jetzt zu den neueren Liedern aus dem Feiert Jesus gehört, aber es ist wunderbar. Du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu, und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft. Obwohl ich schwierig bin, hältst du mir die Treue. Gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versagt, bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich. Du bleibst mir treu. Hey, so den Tag anfangen und so den Tag abschließen. Lass dir das vom Psalm 92 sagen. Du brauchst die Gnade am Morgen und du brauchst die Treue am Abend. Und dann greifst du die 10 Saiten, den Psalter mit 10 Saiten und die Harfe. Ist interessant. Ob du dieses Instrument spielen kannst, ist nicht die Frage. Der Psalter mit 10 Saiten erinnert dich, dass du ein Leben leben kannst,
das in den Geboten Gottes lebt, nicht weil sie von außen her auf dich draufgedrückt werden, sondern weil sie von innen her dein Leben bestimmen. Weil sie dein Leben auszeichnen. Es ist interessant mit den 10 Geboten. Wer das Hebräisch lernt, der weiß, dass diese 10 Gebote in einer Form geschrieben sind, die eigentlich eine Zukunftsaussage ist. Du wirst nicht töten. Du wirst kein Falschzeugnis reden. Du wirst Vater und Mutter ehren. Du wirst. Das heißt, das macht Gottes Geist aus einem Menschen. Dieses Du wirst kann man drohend sagen, und so kennen wir es, du wirst das nicht tun, denn sonst. Oder man kann es verheißungsvoll sagen, du wirst nicht mehr. Warum? Weil ein anderer Geist in dir ist, eine andere Kraft. Gelebt, gelebter Lobgesang. Das ist das Ziel. Wir fangen ja hier nur an mit den Instrumenten und mit unserem Singen. Aber dann geht's raus ins Leben und dann singt unser Leben. Was singt es denn auf den 10 Seiten? Der katholische Priester und Pädagoge Kolping hat das gesagt: keine wahre Liebe ohne Gerechtigkeit und keine wahre Gerechtigkeit ohne Liebe. Das ist das Leben. Und die Harfe? Die Harfe erinnert an David, natürlich, logisch, an den, der die Harfe genommen hat und den aggressiven, bosartigen und von zerstörerischen Mächten getriebenen Saul zur Ruhe führte. Das ist es. Das ist das, was dein Leben sein kann. Es nimmt die Aggression raus dort, wo sie sich durchsetzen will, und setzt dem Frieden wieder, gibt dem Frieden eine Chance und erlaubt es, dass Wut und Aggression und Gewalt und Lüge und Bosheit nicht das letzte Wort behalten. Selig sind die Friedensstifter. Sie werden Gottes Kinder heißen. Am Ende ist es das Leben, das singt. Ich will dem Herrn singen, ein fröhliches Lied. Morgens seine Gnade rühmen und abends seine Treue. Ich will die 10-seitige Psalter nehmen. Ich will mit den Geboten Gottes ihn ehren, aus Dankbarkeit, nicht um mich selbst zu erlösen. Und ich will die Harfe nehmen, da wo das Geschrei ist und da wo die Aggression laut ist. Lindolfo Weingärtner hat in Brasilien gelebt und hat ein Lied geschrieben, das es in die deutschen Gesangbücher geschafft hat. Dein Leben sei ein Lied, das Gottes Güte preise. Gib seiner Liebe Raum, er schenkt dir Wort und Weise. Es jammert und es klagt die Welt zu allen Zeiten. Mit Freuden sollst du dich zu Gottes Lob bereiten, selbst wenn dein eigen Herz zur Stunde widerstrebt. Hör nicht aufs eigene Herz, hör auf den Herrn, der lebt. Bring deine Stimme ein, da wo sein Lob erklinget. Die neue Welt bricht an, wo Gottes Volk Lob singet. Amen. Wir stehen auf und beten miteinander. Dass wir unseren Tag mit dem Lobgesang deiner Werke beginnen können, dass wir deine Gnade rühmen und deine Treue am Abend, am Morgen deine Gnade und am Ende des Tages deine Treue, von der wir leben, dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, dass unser Leben auch Musik wird, die dich ehrt, ein Klang, ein Wohlklang, der andere zu dir ruft. Vater, wir danken dir, dass du mit deiner Welt zu deinem Ziel kommst und wir mitbeten dürfen, dass das geschieht. Und so rufen wir zu dir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander ein Lied, das in die Zukunft schaut. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen.